Eine großartige Vorstellung von Gott. Wir wollen beten. Lieber Vater im Himmel, wir leben in einer sehr, sehr schweren Zeit. Das Ende der Weltgeschichte scheint sich rasch zu nähern. Wir, die wir die Schrift und dich kennen, wir werden von allen Seiten heftig angegriffen. Satan versucht, jeden von uns durch eine Versuchung nach der anderen zu ertränken. Satan kontrolliert und beherrscht die Welt in einem gewissen Grade und ihre Vergnügungen. Und wir werden ständig von den Medien bedroht und bedrängt. O Herr, wir brauchen eine Vorstellung von dir wie nie zuvor. Bitte gib sie uns recht bald. Wir wissen, dass Satan hinter uns her ist, hinter einem jeden von uns. Er will gerade die Auserwählten, die Erlösten. Er möchte nicht, dass jemand von uns in den Himmel kommt. Bitte beschütze uns vor uns selbst, vor bösen Männern und Frauen, vor Dämonen, vor Satan, vor den Einflüssen des Bösen. Bewahre uns, Herr, bewahre deine Gemeinde. Hilf uns, unsere Augen auf Jesus zu richten und gib uns eine großartige Vorstellung deines Erlösungsplanes und deiner Person, sodass wir das Ende ertragen können und gerettet werden. Hab Dank, dass du das tun willst, weil du unsere große Bedürftigkeit siehst und uns so liebst. In dem wunderbaren und mächtigen Namen Jesu. Amen. Liebe Freunde, ich möchte über eine Vorstellung von Gott sprechen heute, die so groß ist, so großartig, dass sie euch helfen wird, diese Periode der Weltgeschichte durchzustehen, ohne euren Glauben zu verlieren. Heute begegnen wir rapide verschlechternde Zustände in allen Bereichen der Welt, des Lebens, die zur unmittelbar bevorstehenden Wiederkunft Christi hinführen. Im geistlichen Bereich sehen wir ein totales Durcheinander, speziell in der protestantischen Theologie. Zum Beispiel im amerikanischen Bundesstaat Connecticut, wo ich lebe, muss ich eine halbe Stunde lang durch die dicht bewohntes Gebiet fahren, wo viele protestantische Kirchen stehen, um eine einzige protestantische Kirche zu finden, die zum Beispiel glaubt, dass Jesus Christus Gott ist oder dass die Bibel vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung vom Heiligen Geist inspiriert ist oder dass niemand in das Reich Gottes gelangen kann, ohne eine Wiedergeburt erlebt zu haben oder dass Heiligung die Frucht des Glaubens ist und unbedingt notwendig zur Erlösung. Oder die an die buchstäbliche Wiederkunft Christi glaubt. In diesem reichen Gebiet, dem Wohnsitz der Manager großer Körperschaften und Banken der Stadt New York, herrscht der liberale Protestantismus vor. Ich gehe dorthin hier und da an einem Sonntag mit meiner Familie und speziell um zu lernen, wie der Protestantismus heute denkt. Gott sei Dank lehren die adventistischen Gemeinden in der ganzen Welt die Grundsätze der Bibel so klar, ohne Veränderung, dass wir uns glücklich schätzen können. Wir brauchen heute eine Vorstellung von Gott. Jetzt. Wir Christen brauchen eine Vorstellung, etwas Außergewöhnliches, etwas Tiefes, etwas Besonderes. Andernfalls werden diese Übel, die uns bedrängen, plötzlich einen Platz in unserem Leben einnehmen und plötzlich werden wir beginnen, Zentimeter für Zentimeter uns mit den Sünden dieser Welt einzulassen. Darum möchte ich heute über eine großartige Vorstellung von Gott sprechen. Jesaja war Prophet in Juda. Zu der Zeit war Usia König des Landes. Nun, als König Usia versagte und von Gott abgesetzt wurde, wurde Jesaja sehr entmutigt. Da erhielt der Prophet eine Vision von Gott. Und die bewirkte eine positive Veränderung in ihm. Und ich schlage vor, dass ihr einen Blick in das Leben des Königs Usia wirft, in 2. Chronik 26, Vers 3 und 4, 5, 7 und 8. Und 2. Chronik 26, Vers 3, 4, 5, 7, 8. 16 Jahre war Usia alt, als er König wurde,
und er regierte 52 Jahre zu Jerusalem. Und der Name seiner Mutter war Jekolia von Jerusalem. Und er tat, was recht war in den Augen Jehovas, nach allem, was sein Vater Amasia getan hatte. Und er suchte Gott in den Tagen Zecharias, der kundig war in den Gesichten Gottes. Und in den Tagen, da Jehova suchte, gab Gott ihm Gelingen. Und Gott half ihm wieder die Philister und wieder die Araber, die zu Gurbal wohnten, und wieder die Meoniter. Und die Ammoniter gaben Usia Geschenke, und sein Name drang bis Ägypten hin, denn er war überaus stark geworden. Aber nun begannen König Usas Probleme. Liebe Freunde, die meisten von uns können solchen Erfolg nicht verkraften. Wenn wir, wie der König Usia, ganz oben sind, kommen wir aus dem Gleichgewicht. Und genau das passierte dem König Usia. Im 2. Chroniker 26, den Versen 16 bis 23, lesen wir über das traurige Ende des Königs. Nachdem Usia mächtig geworden war, führte ihn sein Hochmut zum Fall. Eines Tages ging er stolz in den Tempel und begann Weihrauch zu verbrennen und Opfer darzubringen. Aber nur Priester hatten dazu die Erlaubnis. Die Priester waren entsetzt und eilten in den Tempel, um den König an der Fortführung seiner ruchlosen Tat zu hindern. Die Priester warnten den König vor den furchtbaren Konsequenzen. Aber er wurde wütend. Er begann sich zu verteidigen und die Priester zu beschimpfen. Plötzlich bemerkten die Priester Aussatz an der Stirn des Königs Usia. Gottes Gericht trifft dich. Du wirst aussätzig. Schnell, renn aus dem Tempel. Aber es war zu spät. Der König war von oben bis unten mit Aussatz bedeckt. Er wusste, dass kein aussätziger König von Juda sein konnte. Er wurde aus dem Palast vertrieben. Er wurde aus dem Tempel des Herrn vertrieben. Und all das geschah, weil Ruhm, Macht und Erfolg, die Gott dem König Usia verliehen hatte, ihn stolz und anmaßend gemacht hatte. Das geschieht heute noch. Kürzlich hatte ich eine große Fest-Dinner-Party in unserem Haus und da war ein Vizepräsident einer riesigen Firma, die Milliarden verkaufen. Und er war mit einem christlichen Mädchen verheiratet, hat einen Sohn. Und während unserer Besprechungen in unserem Wohnzimmer sah ich, dass er seinen christlichen Glauben verloren hatte. Und so drang ich ein bisschen in den Mann herein. Was geschah? Warum hast du deinen Glauben verloren? Ich sagte, ich brauche doch Gott nicht. Mein lieber Emilio, ich bin verantwortlich für 30.000 Familien. Diese verdienen ihren Monatsgehalt, weil ich sie angestellt habe. Ich gebe ihnen die Arbeit. Ich brauche doch Gott nicht mehr. Ich habe ein gewaltiges Einkommen, lebe in einem wunderbaren Haus, ich kann mir alles kaufen, was ich will, und ich bin nicht einmal 40 Jahre alt. Also Erfolg nach Erfolg kommt zu mir. Ach, liebe Freunde, das kann dir und mir heute passieren. Den meisten von uns fällt es sehr schwer, Erfolg zu erleben und zu verkraften. Er steigt uns in den Kopf. Jesaja aber wurde sehr entmutigt wegen des Versagens des Königs und seines darauffolgenden Todes. Aber Gott griff ein und half dem Propheten, indem er ihm eine großartige Offenbarung seiner selbst gab. Und Jesaja schrieb diese Worte im Kapitel 6, den Versen 1 bis 3. Im Todesjahre des Königs Usia, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Throne, und seine Schleppen erfüllen den Tempel. Seraphim standen über ihm, ein jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckte er sein Angesicht, und mit 2 bedeckte er seine Füße, und mit 2 flog er.
Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist Jehova der Heerscharen. Die ganze Erde ist voll seiner Herrlichkeit. Ja, Gott half seinem entmutigten Propheten. Er benötigte diese großartige Vision Gottes dringend, weil er zu dem Schluss gekommen war, dass Gottes Volk Israel inmitten der Heiden von Gott abgefallen war. Der dreifache Ruf des Engels, heilig, 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 bezieht sich möglicherweise auf die Tatsache, dass Gott ein dreieiniger Gott ist, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Die ganze Erde ist seiner Ehre voll, heißt es wohl im Text. Liebe Freunde, auch jetzt ist die ganze Erde seiner Ehre voll. Du und ich, wir brauchen heute wie Jesaja eine solche Vision. Weil gerade heute Satan mit allen Kräften versucht, Laodicea, Gottes Gemeinde der Übrigen, zu entmutigen. Satan sagt zu uns heute: Wo ist eure Hoffnung auf Christi Wiederkunft? Er wird niemals wiederkommen. Ihr habt mit einer Illusion gelebt. Schaut euch die Vergnügung der Welt an. Jeder vergnügt sich. Ihr lebt gar nicht richtig. Du lebst gar nicht richtig, Mann. Sieh hin, was du alles versäumst. Satan sagt: Oh, die Bibelauslegung der Gemeinschaft des siebten Tag Adventisten ist voller Irrtümer. Hört nur auf eure eigenen Theologen, die offen bezweifeln, dass es ein himmlisches Heiligtum gibt, dass 1844 ein wichtiges, bedeutsames Datum ist. Nein, sagen sie, nichts geschah im Jahre 1844. Einige eurer eigenen Leute sagen, dass die Bibel nur teilweise inspiriert ist. Inspiriert ist einzig und allein, wie sterbliche Menschen durch das Evangelium Unsterblichkeit erlangen können. Einige von euren eigenen Leuten sagen, dass der Geist der Weissagung heute keine Rolle mehr spielt. Er hörte mit dem Tod der Apostel auf. Ellen G. White hat uns nichts zu sagen. Eure eigenen Leute sagen, dass Rechtfertigung alles ist, alles, was ihr zur Erlösung braucht. Und die Betonung der Heiligung ist schon Gesetzlichkeit. Ihr braucht keinen Gehorsam, sagt der Teufel. Ihr werdet durch die zugerechnete Gerechtigkeit Christi erlöst. Satan sagt euch: Eure Führung ist korrupt. Ihr braucht sie nicht. Zahlt ihnen keine Zehnten mehr. Das ist Vergeudung. Sie verwenden ihn doch nicht auf die rechte Art und Weise. So greift Satan heute Gottes Gemeinde der Übrigen an, durch unsere eigenen Theologen, einige. Flutwellen über Flutwellen suchen uns zu verschlingen. Ja, das ist eine Zeit, in der manche von uns entmutigt werden. Und ich sage euch, dass ihr eine Vision von Gott braucht wie Jesaja, sodass ihr geheilt werden könnt von dieser Entmutigung, sodass ihr an Christus glaubt, der Bibel glaubt, dem Geist der Weissagung glaubt und euren Führern vertraut. Du und ich, wir brauchen heute dringend eine Vision von Gott. Jakob sah den Herrn, er kämpfte mit ihm am Fluss Jabbok. Er sagte: Ich habe den Herrn gesehen und bin nicht gestorben. Josef sah Gott. Die 70 Ältesten zur Zeit Moses sahen den Herrn und starben nicht. Gideon sah den Herrn. Die Eltern Simson sahen ihn und starben nicht. Liebe Freunde, ohne eine solche Vision wird euer und mein geistliches Leben zusammenbrechen. Wenn Schwierigkeiten herankommen und wir haben keine großartige Vorstellung von Gott, dann brechen wir zusammen. Denkt daran, was Jesus in Matthäus 5, 3 gesagt hat. Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Die Armen im Geist, das bedeutet Demut, das bedeutet Reinheit, das bedeutet Christusähnlichkeit, denn sie werden Gott sehen. Sie werden von mir eine Vision haben, sagte er. Und du und ich, wir müssen Gott sehen. Ihr braucht eine Vision von Gott. Und zwar jetzt. Aber offensichtlich werden wir nur dann Gott sehen, wenn unsere Herzen und unser Leben
rein sind. Nur dann werden wir dann eine Vision unseres großen Gottes erhalten. Gott verbindet sich nicht mit Geistern, die unrein sind, die Besitz Satans sein wollen, die Werkstatt Satans sein wollen, auf gar keinen Fall. In Johannes 17, Vers 3 lesen wir, dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Und in den Zeugnisbänden Band 8 heißt es auf Seite 261, selbst Menschen mit dem größten Verstand können die Geheimnisse Gottes, wie sie in der Natur offenbart sind, nicht verstehen. Die göttliche Inspiration stellt viele Fragen, welche die klügsten Gelehrten nicht beantworten können. Diese Fragen werden nicht gestellt, damit wir sie beantworten, sondern um unsere Aufmerksamkeit auf die tiefen Geheimnisse Gottes zu lenken und uns zu lehren, dass unsere Weisheit begrenzt ist. Wir brauchen eine große Offenbarung, eine Vision von Gott, liebe Freunde. Wir Menschen brauchen göttliche Hilfe, um Gott zu verstehen. Während du und ich in diesem Kessel leben, wo Sturm auf Sturm über uns hinwegfegt und überall Verwirrung und Durcheinander hinterlässt, brauchen wir eine neue Vision Gottes. Ich habe euch ja zu Beginn meines Vortrages eine Beschreibung dieser Tatsache gegeben. Gott sagt in Psalm 46, Vers 10, der Krieg beschwichtigt bis am Ende der Erde, Bogen zerbricht und Speere zerschlägt, Wagen mit Feuer verbrennt. Und den Prediger unserer Gemeinde, wie ich einer bin, sagt der Herr dieses in Jesaja 40, Vers 1, tröstet mein Volk, sprecht mit Jerusalem freundlich. Das bedeutet mit der Adventgemeinde heute, sprich freundlich mit der Gemeinde der übrigen heute. Und verkündigt ihr, dass ihr Dienst ein Ende hat. Wunderbar. Ja, ich möchte euch trösten und stärken. In Jesaja Kapitel 40, 12 bis 31 lesen wir etwas Wunderbares. Hier stellt Gott einige tiefe Fragen. Und hier beginnt er, uns eine großartige Vorstellung seiner selbst zu geben. Wer hat die Wasser gemessen mit seiner hohlen Hand und die Himmel abgebrennt mit der Spanne? Und hat den Staub der Erde in ein Maß gefasst und die Berge mit der Waage gewogen und die Hügel mit Waagschalen? Wer hat den Geist Jehovas gelenkt und wer als sein Ratgeber ihn unterwiesen? Mit wem beriet er sich, dass er ihm Verstand gegeben und ihn belehrt hätte über den Pfad des Rechts und ihn Erkenntnis gelehrt und ihm den Weg der Einsicht kundgemacht hatte? Siehe, Nationen sind geachtet wie ein Tropfen am Eimer und wie ein Sandkorn auf der Waagschale. Siehe, Inseln sind wie ein Stäubchen, das emporschwebt. Und der Libanon reicht nicht hin zum Brennholz und sein Wild reicht nicht hin zum Brandopfer. Alle Nationen sind wie nichts vor ihm und werden von ihm geachtet wie Nichtigkeit und Leere. Und wem wollt ihr Gott vergleichen? Und was für ein Gleichnis wollt ihr ihm an die Seite stellen? Hat der Künstler das Bild gegossen, so überzieht es der Schmelzer mit Gold und schweißt silberne Ketten daran. Wer arm ist, so dass er nicht viel opfern kann, der wählt ein Holz, das nicht fault. Oder sucht sich einen geschickten Künstler, um ein Bild herzustellen, das nicht wanke. Wisset ihr es nicht? Höret ihr es nicht? Ist es euch nicht von Anbeginn verkündet worden? Habt ihr nicht Einsicht erlangt in die Grundlegung der Erde? Er ist der, der da thront über dem Kreise der Erde, und ihre Bewohner sind wie Heuschrecken. Der die Himmel ausgespannt hat wie ein Flor und sie ausgebreitet wie ein Zelt zum Wohnen, der die Fürsten zu nichts macht, die Richter der Erde in Nichtigkeit verwandelt. Kaum sind sie gepflanzt, kaum sind sie gesät, kaum hat ihr Stock Wurzeln in der Erde getrieben. Da bläst er sie schon an und sie verdorren
und ein Sturmwind rafft sie wie Stoppeln hinweg. Wem denn wollt ihr mich vergleichen, dem ich gleich wäre, spricht der Heilige. Hebet zur Höhe eure Augen empor und sehet. Wer hat diese da geschaffen? Er, der ihr Heer herausführt nach der Zahl, ruft sie alle mit Namen. Wegen der Größe seiner Macht und der Stärke seiner Kraft bleibt keines aus. Warum sprichst du Jakob und redest du Israel? Mein Weg ist verborgen vor Jehova und mein Recht entgeht meinem Gott. Weißt du es nicht oder hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist Jehova, der Schöpfer der Enden der Erde. Er ermüdet nicht und ermattet nicht. Unergründlich ist sein Verstand. Er gibt dem Müden Kraft und den Unvermögenden reicht er Stärke dar in Fülle. Und Jünglinge ermüden und ermatten und junge Männer fallen hin. Aber die auf Jehova harren, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht. Sie gehen und ermüden nicht. Habt ihr gehört, dass in Vers 22 Jesaja schreibt, Gott sitzt über dem Erdkreis? Hier sagt Gott Jesaja damals um 600 vor Christus, dass die Erde rund ist. Diese Information war ihrer Zeit weit voraus. In den Zeugnisbänden Band 8, Seite 263 steht, die gewaltige Macht, die überall in Natur sichtbar wird und wirkt und die alles erhält, ist nicht, wie manche Wissenschaftler sagen, nur ein alles durchdringendes Prinzip, eine alles in Bewegung setzende Energie. Gott ist Geist. Dennoch ist er ein persönliches Wesen, denn der Mensch wurde zu seinem Bilde geschaffen. In Jeremia, Kapitel 10, Vers 12 heißt es, er hat die Erde gemacht durch seine Kraft, den Erdkreis festgestellt durch seine Weisheit und die Himmel ausgespannt durch seine Einsicht. Und in den Versen 14 bis 16 heißt es, darum wird jeder Mensch ohne Erkenntnis, beschämt wird jeder Goldschmied über das Götzenbild, denn sein gegossenes Bild ist Lüge. Und kein Geist ist in ihnen. Nichtigkeit sind sie, ein Werk des Gespottes. Zur Zeit ihrer Heimsuchung gehen sie zugrunde. Jakobs Teil ist nicht wie diese, denn er ist es, der das All gebildet hat, und Israel ist der Stamm seines Erbteils. Jehova, der Heerschar, ist sein Name. Habt ihr das gehört? Er ist der Schöpfer aller Dinge, aller. Ja, ich möchte euch eine Vorstellung von Gott vermitteln. Ich möchte, dass ihr die Größe Gottes seht. Wie groß ist euer Gott, meine Freunde? Wenn wir zum Abendhimmel hinaufblicken, sehen wir, dass die Schöpfung Schönheit widerspiegelt, Ordnung und Intelligenz. Es ist darum vernünftig, den Schluss zu ziehen, dass die Himmelskörper alle geschaffen worden sind von einem persönlichen Wesen, das dieselben Eigenschaften wie Schönheit, Ordnung und Intelligenz besitzt. Tatsache ist, dass Gott der Pläneleger, der Schöpfer und der Erhalter des Kosmos ist, der gleiche, der hinter allem steht. Und wenn wir betrachten, mit welcher Genauigkeit eine Million Universen wie Inseln im Weltraum ihren Bahnen folgen, müssen wir zum Schluss kommen, dass das persönliche Wesen, das dahinter steht, sie alle in Macht und Größe übertreffen muss. Er muss unendlich größer sein als alle Schöpfung zusammengenommen. Wir sind in der Tat unfähig, ihn völlig zu verstehen. Hören wir, was Hiob sagt in Kapitel 37, den Versen 23 und 24. Den Allmächtigen, den erreichen wir nicht, den Erhabenen an Kraft und das Recht und der Gerechtigkeit Fülle beugt er nicht. Darum fürchten ihn die Menschen, er sieht keine an,
die weisen Herzens sind. Während der Französischen Revolution zogen Revolutionäre von einem Dorf zum anderen, zerstörten Kirchen, Kreuze und alle Anbetungsgegenstände. Ein solcher Atheist sprach in einem Dorf in der Bretagne mit einem Bauern und er sagte ihm mit einer scharfen Stimme: Wir werden euch eure heiligen Bilder vernichten und eure frommen Bücher verbrennen, die wir in euren Heimen gefunden haben, sodass euch nichts mehr an Gott erinnern kann. Nach einer Zeit des Schweigens fragte der Mann langsam zurück: Aber ihr werdet uns die Sterne am Himmel lassen, nicht wahr? Niemand ist es bisher gelungen, das Zeugnis der Sterne über die Größe Gottes, unseres Schöpfers, zurückzuweisen. Jede Nacht erscheinen sie am Firmament und stumm erzählen sie ihre Geschichte. Oberhalb der Erde, für immer außerhalb unserer Reichweite, breitet Gott die Sterne aus als ewige Zeugen seiner Gegenwart, seiner Majestät, seiner Weisheit und seiner Liebe. Paulus sagt uns, dass Gottes Kraft und Göttlichkeit deutlich an seinen geschaffenen Werken erkannt werden kann, sodass der Ungläubige keine Entschuldigung hat, auch wenn er das geschriebene Wort Gottes nicht kennt. Das steht in Römer 1, Vers 20. Vor einigen Jahren sagte der inzwischen verstorbene Henry Norris Russell, der frühere Leiter des Princeton-Observatoriums, Folgendes: In diesen schwierigen Tagen, wo so vieles ins Wanken gerät, ist der Mann glücklich zu nennen, dessen Glaube auf einen ewigen Gott gerichtet ist, der in seinen Werken nicht weniger als in seinem Wort offenbart wird. Und vor 3000 Jahren schrieb der Psalmist: Die Himmel erzählen die Ehre Gottes. Psalm 19, Vers 1 bis 4. Der Himmel erzählt die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe verkündet seiner Hände Werk. Ein Tag sprudelt dem anderen Kunde und eine Nacht meldet der anderen Kenntnis, ohne Rede und ohne Worte, mit unhörbarer Stimme. Wisst ihr, dass die Bibel über drei Himmel spricht? Wir finden das in 2. Korinther 12, den Versen 2 bis 4. Der erste Himmel ist der atmosphärische Himmel, an dem die Wolken ziehen und die Vögel fliegen. Davon sprechen Jeremia 4, Vers 25 und Psalm 147, Vers 8. Der zweite Himmel ist der Sternenhimmel, wo die Himmelskörper wie Sonne, Mond und Sterne ihre Bahnen ziehen. Davon sprechen 2. Mose 32, Vers 13. Jesaja 13, Vers 10 und Psalm 8, die Verse 3 und 4. Dies sind die Himmel, von denen der Psalmist in Psalm 19, den Versen 1 bis 4 spricht und die wir heute kurz betrachten wollen. Der dritte Himmel ist dann der Wohnort Gottes und davon spricht 2. Chronikel 6, Vers 21. In einer klaren Nacht konnte David, der Hirtenjunge, am syrischen Himmel etwa 2000 kleine helle Diamanten erkennen. Die Sterne des Himmels. Und von ihrer Schönheit beeindruckt und auch von der Anzahl schrieb er: Was ist der Mensch, dass du deiner gedenkst, und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? Psalm 8, Vers 4. Aber erst im Jahre 1609, als Galilei das neu erfundene Teleskop verbesserte, begann der Mensch wirklich, das Universum zu erforschen. Die paar tausend Sterne, die den Menschen der Antike bekannt waren, wurden bald um Zehntausende vermehrt und dann um Hunderttausende, bis der Mensch vor ungefähr 50 Jahren mehrere hundert Millionen Sterne im Universum entdeckt hatte. In den 20 Jahren unseres Jahrhunderts wurde durch Forschungen deutlich nachgewiesen, dass gewisse Nebel, die durch das Teleskop als flockige, schlecht abgegrenzte, ausgedehnte Objekte zu erkennen waren, weder Sterne noch gewaltige Gaswolken im Weltraum waren,
sondern andere Universen darstellten, wie unser eigenes Universum, zu denen bis zu Hunderten von Millionen Sternen gehörten, die von uns ungeheuer weit entfernt sind. Und spätere Studien haben mehrere dieser Universen entdeckt, die heute als Milchstraßen, als Galaxien bekannt sind. Und heute schätzt man, dass mindestens 1 Milliarde solcher Galaxien durch unseren Fernrohren auszumachen sind. Die Zahl der bekannten Galaxien scheint von unserer Fähigkeit abzuhängen, weit genug in den Weltraum hinauszuschauen. In Jesaja 40, 26 heißt es: Hebet zur Höhe eure Augen empor und seht. Wer hat diese da geschaffen nach der Zahl? Ruft sie alle mit Namen? Wegen der Größe seiner Macht und der Stärke seiner Kraft bleibt keines aus. Stellt euch vor, ein Mensch könnte mit einer Geschwindigkeit von 40.000 Kilometer pro Stunde, das ist ungefähr die Geschwindigkeit, die notwendig ist, um die Anziehungskraft der Erde zu überwinden, und sich dazu geradlinig fortbewegen. Er würde nach einem halben Tag oder weniger den Mond erreichen. Um mit derselben Geschwindigkeit die Sonne zu erreichen, brauchte er ungefähr ein halbes Jahr. Und um den nächsten Stern zu erreichen, 180.000 Jahre. Die Geschwindigkeit, die ein Lichtstrahl in einem Jahr zurücklegt, nennt man Lichtjahr. Das sind 300.000 Kilometer in der Sekunde. Selbst mit dieser ungeheuren Geschwindigkeit braucht das Licht 4 Jahre, um vom nächsten Stern die Erde zu erreichen. Die meisten Sterne unseres Milchstraßensystems sind aber Hunderte oder Tausende von Lichtjahren entfernt. Der Stern Rigel, einer der hellsten Sterne im Winterhimmel, ist möglicherweise 1000 Lichtjahre von der Erde entfernt. Wenn ich heute Abend zum Rigel hinaufschaue, dann hat das Licht, das ich sehe, diesen Stern bereits vor über 1000 Jahren verlassen. Der Mensch, der sich die Länge und die Breite und die Tiefe des Nachthimmels beschaut, starrt sozusagen in Korridore der Zeit. In Korridore der Zeit. Er sieht stecknadelkopfgroße Lichter von Sternen ausgehen, die selbst innerhalb unseres Milchstraßensystems so weit entfernt sind, dass sie dann, wenn ihr Licht uns endlich erreicht, bereits Millionen von Kilometern von der Position entfernt sind, von der das Licht ausgesandt wurde. Er sieht heute die Sterne, wie sie vor 10, 100 oder Tausenden von Jahren waren. In der Tat, manche von ihnen sind bereits vor Jahrhunderten erloschen. Die Entfernung zwischen Galaxien werden in Lichtjahren gemessen. Der große Andromeda-Spiralnebel, einer unserer Milchstraßennachbarn, ist 1.500.000 Lichtjahre von uns entfernt. Die entfernteste Galaxie, die wir kennen, ist ungefähr 5 Millionen Lichtjahre oder mehr, vielleicht sogar 5 Milliarden Lichtjahre, das kommt schon eher hin, 5 Milliarden Lichtjahre von uns entfernt. Das gesamte Ausmaß des Weltraums umfasst über 2 Quadrillionen mal den Raum, der von unserer eigenen Milchstraße eingenommen wird, von der man noch bis vor 50 Jahren meinte, sie stelle das gesamte Universum dar. Dennoch finden sich immer noch kein Hinweis dafür, dass der Mensch bis an den Rand des Universums vorgedrungen ist. Die Tiefen, in die der Mensch vorstoßen konnte, sind einzig und allein durch die Begrenzungen unserer Instrumente begrenzt. Soweit wir wissen, könnten die unglaublichen Entfernungen, in die der Mensch bereits vorgedrungen ist, erst der Anfang der unergründlichen Tiefen des Universums sein. Nun, unsere Erde ist einer von 9 größeren Planeten, die mit ihren 31 begleitenden Monden, mit tausenden von winzigen Planeten, den sogenannten Asteroiden, mit 1000 Kometen und einer grenzenlosen Anzahl von Meteoren oder Sternschnuppen alle die Sonne umkreisen und ein großes System bilden, das wir das Sonnensystem nennen.
Dazu zitiere ich ein neues Buch, das ich kürzlich erworben habe und das den Titel trägt »Die große Tour« von Ron Miller auf Seite 8. Heute fangen wir an, das Sonnensystem auf eine neue Weise zu betrachten. Unsere jüngsten Raumflüge machten uns bewusst, dass das Sonnensystem mehr als nur 9 große Welten hat. Einige der Monde in diesem Sonnensystem sind größer als manche der dazugehörigen Planeten. Es gibt darin ungefähr 25 Welten mit einem Durchmesser von mehr als 1000 Kilometern. Zahlreiche Himmelskörper, weder Planeten noch Monde, haben einen Durchmesser bis zu 1000 Kilometern. Sie werden gewöhnlich eingeteilt in Asteroide, Kometen und Meteoroide. Nach der gewöhnlichen astronomischen Einteilung sind Asteroide steinige Himmelskörper von 1 bis 1000 Kilometer Durchmesser, die sich vor allem zwischen Mars und Jupiter befinden. Kometen von 1 bis 100 Kilometer Durchmesser sind Himmelskörper, die aus Eis bestehen, die sich meistens am äußeren Rand des Sonnensystems befinden, aber manchmal gelangen sie in das innere Sonnensystem, wo die Sonne Teile des Eises wegschmilzt und dadurch Gas und Staub freisetzt, die den bekannten Kometenschweif bilden. Meteoroide sind Bruchstücke von Asteroiden und Kometen von mikroskopischer Größe bis zu 100 Metern Durchmesser. Meteoroide, die die Erdoberfläche der Erde erreichen, nennen wir Meteoriten und bestehen aus verschiedenen Gesteins- und Metallarten. Die vielen Himmelskörper sind zu zahlreich, um sie alle zu zählen. Listen über Himmelskörper mit wohlbekannten Umlaufbahnen führen über 2000 Asteroide und mehrere hundert Kometen. Das Sonnensystem enthält tausende von Himmelskörpern, die groß genug sind, um darauf zu landen, obwohl die Erdanziehungskraft auf manchen von ihnen so gering ist, dass du den Wunsch haben könntest, ein Raumschiff anzubinden, damit es sich nicht auf- und davon macht, weil es von der Anziehungskraft dieses Planeten nicht gehalten werden kann. Ebenso solltest du auch vorsichtig sein, damit du dich nicht hinweg katapultierst, wenn du einen Freudensprung ausführst. Daten aus den 70er und frühen 80er Jahren machen uns bewusst, dass die herkömmliche Praxis, die Himmelskörper in Planeten, Monde, Asteroide, Kometen und Meteoroide einzuteilen, irreführend ist. Sie entstellt die Beziehungen, indem sie sie in verschiedene Schubladen kategorisiert und dadurch ihre spezifischen Besonderheiten verdunkelt und verwischt. Spektraluntersuchungen zum Beispiel zeigen eine Vielfalt von Felsenarten unter den verschiedenen Asteroiden. Monde und Planeten unterscheiden sich in Dichte, Zusammensetzung und Oberflächengestaltung. Manche Monde scheinen einigen Asteroiden näher zu stehen als zu anderen Monden. Wissenschaftliche Kämpfe haben darüber stattgefunden, ob gewisse Asteroide überhaupt Asteroide sind oder ob sie nur ausgebrannte Kometen sind. Andere Untersuchungen konzentrieren sich darauf, ob Meteoroide Kometenstücke sind oder Asteroidenteile oder ob sie aus Teilen von beiden bestehen konnten. Die Sonne lässt alle anderen Himmelskörper im Sonnensystem als Zwerge erscheinen, da sie allein bereits über 99% der gesamten Materie im Sonnensystem ausmacht. Sie sind mehr als 1 Million Mal so groß wie die Erde. Die Größe des Sonnensystems kann man daran ermessen, dass die Erde, der Sonne drittnächste Planet, 150 Millionen Kilometer von ihr entfernt ist. Pluto, der entfernteste Planet, ist 40 Mal so weit entfernt, ungefähr 6 Milliarden Kilometer. Unsere Sonne ist ein Stern und wie alle Sterne kann sie mit bloßem Auge gesehen werden. Und wie die meisten der Millionen Sterne, die mit Teleskopen und Kameras beobachtet und fotografiert werden, gehört sie zum Milchstraßensystem, zur Milchstraßengalaxie. Obwohl die Sonne wegen ihrer Größe alle anderen Planeten zu wenig mehr als unbedeutende Staubkörnchen schrumpfen lässt,
ist sie doch keineswegs eine Riese im Sternensystem. Die Betelgeuse und Antares zum Beispiel sind millionenfach größer als unsere Sonne. Wenn wir von der Größe unserer Milchstraßengalaxie reden, müssen wir wiederum Lichtjahre als Maßeinheit benutzen. Denn unsere Galaxie ist wie ein riesiges elliptisches Windrad, ein Pinwheel, mit einem Durchmesser von 100.000 Lichtjahren. Alle ihre 100 Milliarden Sterne drehen sich um die Milchstraßenachse. Die Sonne ist 30.000 Lichtjahre von dem Zentrum entfernt und mit ihrem Gefolge an sie begleitenden Planeten rast sie auf ihrer Bahn mit einer Geschwindigkeit von rund 300 Kilometer pro Sekunde dahin. Dennoch braucht die Sonne 200 Millionen Jahre, um die Achse der Milchstraße einmal zu umkreisen. Nimmt nun diese Achse der Milchstraße im Weltraum eine feste Position ein? Das Universum ist dynamisch. Jede Milchstraße, jede Galaxie entfernt sich von jeder anderen mit einer Geschwindigkeit, die ebenso erstaunlich ist wie ihre Entfernung voneinander. Das Universum dreht sich also ständig aus. Die entfernteste Galaxie und unsere Milchstraße entfernen sich voneinander mit der unglaublichen Geschwindigkeit von rund 100.000 Kilometer pro Sekunde. Die Erde ihrerseits dreht sich um die eigene Achsen und sie dreht sich außerdem einmal jährlich um die Sonne. Mit all den anderen Himmelskörpern unseres Sonnensystems vollführt sie eine gigantische Umdrehung um die Achse der Milchstraße und mit dem Rest unserer Milchstraße rast sie durch den Raum mit einer Geschwindigkeit, die ungefähr einem Drittel der Lichtgeschwindigkeit entspricht, eben ungefähr 100.000 Kilometer pro Sekunde. Vor 400 Jahren machte der Mensch einen Riesenschritt in seinem Verständnis des Universums vorwärts, als ihm bewusst wurde, dass er die Erde nicht mehr als den Mittelpunkt der Schöpfung ansehen konnte. Von dem Augenblick an bis zur Gegenwart hat sich unser Verständnis von den Ausmaßen des Universums ständig mit Riesenschritten erweitert. Aber mit dieser Zunahme an Erkenntnis hat sich die Bedeutung der Erde beständig verringert, sodass es heute keine Eigenschaftswörter gibt, um ihre Winzigkeit angemessen zu beschreiben, verglichen mit dem ungeheuren Weiten des Kosmos. Außerdem erscheint es sicher, dass es unter den fast unzähligen Sternenscharen zahllose bewohnte Planeten gibt, sodass nicht nur die Erde, sondern der Mensch selbst an Bedeutung verloren hat. Ja, wir müssen mit David in Psalm 8, Vers 3 bis 4 sagen: Aus dem Munde der Kinder und Säuglinge hast du Macht gegründet, um deiner Bedränger willen und zum Schweigen zu bringen den Feind und den Rachgierigen. Wenn ich anschaue deine Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast. Und dann lesen wir aus 1. Johannes 3, Vers 1. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Der Gott, auf den ich mich in dieser Ansprache beziehe, ist kein anderer als Jesus Christus. Wir wissen das aus Johannes 1,18. Niemand hat Gott je gesehen, aber Gott, der einzige Sohn, der in des Vaters Schoß ist, hat ihn uns offenbart. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, das bedeutet, dass weder Adam noch Eva, weder Abraham noch David Gott Vater gesehen haben. Der Gott, der Jahwe des Alten Testamentes, der alttestamentlichen Patriarchen und Propheten, war immer Jesus Christus. Im Hebräerbrief Kapitel 1, in Versen 2 und 3 lesen wir: Hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet, im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Der hat sich, da er Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt,
zu Rechte der Majestät in der Höhe gesetzt, nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat. Also, die Person, die Milliarden von Galaxien geschaffen hat, über die ich gesprochen habe, und auch unseren Planeten und die Personen, über die ich gesprochen habe, ist Jesus Christus, Gottes Sohn. Lesen wir noch einmal in Hebräer 1, Vers 3. Ja, Jesus Christus ist die genaue Widerspiegelung, das genaue Ebenbild Gott Vaters. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 30, ich und der Vater sind eins. Und in Matthäus 11, Vers 27, alles ist mir übergeben von meinem Vater. Und niemand erkennt den Sohn, als nur der Vater noch erkennt jemand den Vater, als nur der Sohn, um wem der Sohn ihn offenbaren will. Alle Dinge hat mir mein Vater übergeben. Bevor irgendetwas geschaffen wurde, existierte nur die Gottheit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Die Gottheit schuf Zeit, Raum, Materie, Energie und alle lebenden Wesen. Alles ist durch das Wort des lebendigen Gottes geschaffen worden. Ihr findet das in Johannes 1, den Versen 1 bis 3 und 14. Doch Gott ist nicht nur allmächtig, er ist auch die Verkörperung der Liebe. Nach 1. Johannes 4, Vers 8. Er sehnt sich danach, das, was er besitzt, mitzuteilen. Zur gleichen Zeit verlangt ihn nach der Erwiderung seiner Liebe. Aus diesem Grund schuf er das Universum und seine Bewohner. Deshalb wünschte er sich und erschuf daher intelligente Wesen und stattete sie mit einem freien Willen aus. Er hoffte, dass jedes Lebewesen sich dafür entscheiden würde, ihn zu lieben und ihm für seine unendliche Güte zu danken. Das Wort Gottes oder Christus ist der Schöpfer der Erde, des Kosmos, nach dem Auftrag Gottes des Vaters. Ihr findet das in 1. Korinther 8, Vers 6. Christus ist der Schöpfer, durch den und zu dem alles geschaffen wurde. Er ist ebenfalls der Erhalter der gesamten Schöpfung, nach Kolosser 1, 15 bis 17. Christus zählte die Sterne und die Konstellationen. Wir lesen das in Jesaja 40, Vers 26. Mehrere andere Bibelstellen enthalten Anspiegelungen auf das Schöpfungswerk, nämlich Hiob 38, Vers 4 bis 7, Kapitel 38, die Verse 31 bis 33, Hiob 26, Vers 7 und Psalm 33, die Verse 6 bis 9. Lest das einmal. Lest diese Abschnitte durch. Ja, meine lieben Freunde, das großartige und wunderbare Werk der Schöpfung, das wir gerade betrachtet haben, wird einzig und allein übertroffen durch die Erlösungstat Christi am Kreuz. Beide haben eine tiefe Bedeutung für jedes Lebewesen im Universum. Christi letzte Worte, es ist vollbracht, nach Johannes 19,30, waren an Gott, den Vater, gerichtet, aber auch an alle Lebewesen im Universum, die nicht der Versuchung Satans erlegen sind. Sie zeigten an, dass sein Erlösungswerk als Opfer vollendet war. Dann würden auch die Worte aus Johannes 12, Vers 32, und ich will, wenn ich von der Erde erhöht bin, alle Menschen zu mir ziehen, waren dann auch nicht nur an uns gerichtet, sondern ebenfalls an alle lebenden Wesen, die Zehntausende von Welten bewohnen, die im Kosmos zerstreut sind. Das Wort Menschen in Johannes 12, Vers 32 ist eingefügt. Diese Einfügung grenzt die Anwendung dieses Verses nur auf die Mitglieder der menschlichen Familie ein. Es sollte aber ausgelassen werden, denn nicht nur wir Mitglieder der menschlichen Familie werden durch sein Opfer zu ihm gezogen, sondern auch die Engel und die Bewohner anderer Welten werden erneut zu ihm gezogen durch die Bekundung seiner Opferliebe, durch die Bekundung der Opferliebe Gottes.
Das findet ihr in Kolosser 1, Vers 20. Christus entlarvte Satan. Er offenbarte Satans rebellisches Wesen allen lebenden Wesen im Universum. Und er triumphierte über den Erzfeind Gottes nach Kolosser 2, Vers 15. Das gesamte Universum wird deswegen Jesus Christus huldigen. Nach Philipper 2, Vers 9 bis 11. Jesus Christus wird erhöht werden und gekrönt werden vor dem ganzen Universum. Nach Offenbarung 5, den Versen 11 bis 13. Jedes im Kosmos lebende Wesen wird Gott preisen. Nur auf dieser Erde gibt es Männer und Frauen, die ihm Ehre und Anbetung versagen. Ist das nicht traurig? Warum nun hat Gott uns erlaubt, wie durch ein offenes Fenster hindurch sein unendliches Universum zu erforschen? Da wir alle in einer verderbten und chaotischen Welt leben, erlaubte er uns, über seine reine und majestätische Schöpfung nachzudenken, um in uns ein tiefes Verlangen danach zu erwecken, ihm persönlich eines Tages als Schöpfer zu begegnen. Wenn nur ein Planet in jeder uns bekannten Galaxie bewohnt wäre, wären mindestens 1 Milliarde Planeten bewohnt, weil es so viele bekannte Galaxien gibt. Mit unseren kleinen Gehirnen können wir ein solch komplexes Universum gar nicht erfassen. Viel weniger seinen Schöpfer und Herrn. Nur durch den Glauben können wir ihn verstehen und ihn kennen. Nach Hebräer 11, den Versen 3 und 6. Oh, wir sollten unsere Häupter beugen und ihn anbeten, unseren wunderbaren Schöpfer und Erlöser. Ja, er möchte jeden von uns eine großartige Vorstellung seiner selbst übermitteln, sodass du und ich, die wir in dieser unruhigen, chaotischen Zeiten und dieser unruhigen, chaotischen Welt leben, ruhig bleiben können. Lasst uns einige weitere Seiten des Wesens Gottes und Christi betrachten. Als der Mensch gegen die Autorität Gottes rebellierte und es zuließ, dass die Sünde in sein Leben kam, da verkümmerte sein Intellekt. Unser Verstand ist verkrüppelt. Einst Gottes Freunde wurde der Mensch zu seinem Feind. Das steht in Römer 8, Vers 7. Nur der Mensch kann anfangen, die Größe Gottes zu verstehen, dessen Geist erneuert, von Gott selbst erneuert worden ist. Wenn der Mensch Gott kennenlernt, wird er befähigt, teilweise jedenfalls die Gedanken Gottes zu denken und seine Offenbarungen zu verstehen. Das steht in Psalm 92, Vers 5 und in Psalm 139, Vers 17. Viele von uns grübeln darüber nach, dass solch ein allmächtiges, persönliches Wesen wie Gott in unserem Universum zum umstrittensten Gestalt geworden ist. Er ist sowohl der meistgehasste als auch der meistgeliebte Wesen. Wegen unseres Aufruhrs sind wir alle Gottes Feinde geworden. Die Anschuldigungen Satans machen uns Gott gegenüber voreingenommen. Und bald fanden wir uns in seinem Lager wieder als Gegner Gottes. Satan hatte Erfolg damit, uns glauben zu machen, dass Gott ein Tyrann sei, ein strenger Diktator, ein harter Richter, der die geringfügigsten Vergehen mit dem Tode bestraft. Satan macht Gott für alle Probleme, Krankheiten, Schmerzen und Naturkatastrophen, die uns zu schaffen machen, verantwortlich. Das Bild Gottes im Verstand des Menschen ist völlig entstellt. Viele fürchten sich vor Gott, andere ignorieren ihn und die Mehrheit der Bewohner der Erde haben sich eigene Götter und Götzen geschaffen. Diese sind eine Verhöhnung des wahren Gottes. Nur ein geringer Teil der Menschheit verehrt ihn, betet ihn an und anerkennt ihn als ihren liebenden himmlischen Vater. Wir können Gott niemals durch die Philosophie finden. Hiob sagt das in Hiob 11, Vers 7. Wir können mit dem Verstand allein
die Geheimnisse Gottes nicht durchdringen. Gott offenbart sich selbst in der Natur, in der menschlichen Geschichte, in unserem Leben, in unserem Gewissen, aber klarer noch in der Heiligen Schrift. Er hat alle diese Wege erwählt, um sich uns bekannt zu machen. Der einzige Weg aber, ihn zu erkennen, ist der Glaube. Und wenn wir ihm erlauben, uns durch den Heiligen Geist zu erleuchten, dann geschieht das Wunder. Wir erkennen Gott. Gott ist ein unendlich komplexes Wesen. Denken wir daran, dass er all unsere Gebete erhören kann, all unsere Leben prüfen kann, all unsere Gedanken verstehen, all unsere Handlungen sehen kann und sich mit Millionen und Abermillionen von Menschen zur gleichen Zeit befassen kann. Nun, wir können niemals ein solches komplexes Wesen verstehen. Aber unsere Begrenzungen begrenzen ihn nicht. So wie wir Raum, Zeit und Ewigkeit nicht begrenzen können, so können wir auch den nicht begrenzen, der sie alle geschaffen hat. In jeder Hinsicht ist Gott unendlich. Er ist ein so wundervolles persönliches Wesen, dass wir darin die größte Freude finden können und das größte Vorrecht, mit ihm Verbindung zu haben. Lest einmal Psalm 95, 6. Habt ihr heute schon mit Gott Verbindung gehabt, meine lieben Zuhörer? Die Heilige Schrift enthält das wunderbarste Bild unseres göttlichen Schöpfers. Eine Person ist ein lebendes Wesen mit der Fähigkeit zu fühlen, zu denken, zu wollen und zu handeln, die einen Charakter hat und sich ausdrücken kann. Gott ist ein persönliches Wesen und er hat sich selbst klar für uns alle ausgedrückt. Lasst uns sehen, was uns die Bibel über die wunderbare Person sagt. Dazu brauchen wir nur unsere Bibel. Der erste Punkt, den ich euch nahebringen möchte, ist, dass Gott ein lebendiges, persönliches Wesen ist. Er ist keine abstrakte Idee, auf gar keinen Fall. Bitte schlag mit mir Jeremia 10, Vers 10 auf. Aber Jehova Gott ist Wahrheit. Er ist der lebendige Gott und ein ewiger König. Vor seinem Grimm erbebt die Erde und seinen Zorn können die Nationen nicht ertragen. Er wohnt in dem Himmel der Himmel. Wir finden das im 1. Könige 8, Vers 27 und 39. Aber sollte Gott wirklich auf der Erde wohnen? Siehe, die Himmel und der Himmel, Himmel, können dich nicht fassen. Wie viel weniger dieses Haus, das ich gebaut habe. So höre du im Himmel, der Stätte deiner Wohnung, und vergib und tu und gib einem jeden nach allen seinen Wegen, wie du sein Herz kennst. Denn du allein kennst das Herz aller Menschenkinder. Ja, Gott lebt im Himmel, der Himmel. Ferner, sein Charakter ist fleckenlos. Dazu wollen wir 5. Mose 32, die Verse 3 und 4 aufschlagen. Denn den Namen Jehovas will ich ausrufen. Gebet Majestät unserem Gott, der Fels. Vollkommen ist sein Tun, denn alle seine Wege sind recht. Ein Gott der Treue. Und sonder Trug, gerecht und gerade, ist er. Er ist barmherzig und gnädig. Nach 2. Mose 34, Vers 5 bis 7. Und Jehova stieg in die Wolke hernieder und er stand da selbst bei ihm und rief den Namen Jehovas aus. Und Jehova ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, Jehova, Jehova, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und groß an Güte und Wahrheit. Der Güte bewahrt auf Tausende hin, der Ungerechtigkeit, Übertretung und Sünde vergibt, aber keineswegs hält er für schuldlos den Schuldigen, der die Ungerechtigkeit der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern am dritten und vierten Gliede. Und denselben Gedanken finden wir auch in Micha,
Schlagen Sie mit mir Micha 7, Vers 18 auf. Wer ist ein Gott wie du, der die Ungerechtigkeit vergibt und die Übertretung des Überrestes seines Erbteils übersieht? Er behält seinen Zorn nicht auf immer, denn er hat Gefallen an Güte. Und dann, Gott ist Liebe. Gott ist Liebe nach 1. Johannes 4, Vers 16. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Der nächste Punkt, den wir betrachten wollen, ist die ewige Existenz Gottes. Er ändert sich nie. Lies mit mir Hebräer 13, Vers 8. Jesus Christus, derselbe gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit. Es gab niemals eine Zeit, in der er nicht existiert hat. Psalm 90, Vers 2. Ehe die Berge geboren waren und du die Erde und die Welt erschaffen hattest, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Es gab niemals eine Zeit, in der er nicht existiert hat. 5. Mose 32, Vers 40. Denn ich erhebe zum Himmel meine Hand und spreche, ich lebe ewiglich. Ferner, Gott ist unsterblich. Dazu wollen wir 1. Timotheus 1, Vers 17 aufschlagen und lesen. Dem König der Zeitalter aber, dem unverweslichen, unsichtbaren, alleinigen Gott, sei Ehre und Herrlichkeit in alle Ewigkeit. Amen. Der nächste Gedanke, Gott ist allmächtig. Gott kann alle Dinge tun. Schlag mir Hiob 42, Vers 2 auf. Ich weiß, dass du alles vermagst und kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Und derselbe Gedanke findet sich in Psalm 115, Vers 3. Unser Gott ist im Himmel. Alles, was ihm wohlgefällt, tut er. Ist das nicht erstaunlich? Alle Dinge sind möglich bei Gott. Matthäus 19, Vers 26. Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen, bei Menschen ist dies unmöglich, bei Gott aber sind alle Dinge möglich. Ebenso Hiob 37, Vers 23. Den Allmächtigen, den erreichen wir nicht, den Erhabenen an Kraft und das Recht und der Gerechtigkeit Fülle beugt er nicht. Ja, Gott ist allmächtig. Gott ist weiter allwissend. Er ist großartig in seiner Erkenntnis. Psalm 147, Vers 5. Groß ist unser Gott und reich an Macht. Seine Einsicht ist ohne Maß. Psalm 139, die Versen 2 und 6. Du kennst mein Sitzen und mein Aufstehen. Du verstehst mein Trachten von fern. Zu wunderbar ist die Erkenntnis für mich, zu hoch. Ich vermag es nicht zu erfassen. Seine Weisheit ist unergründlich. Bitte schlagt Römer 11, Vers 33 auf. O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unausforschlich sind seine Gerichte und unausspürbar seine Wege. Darum kennt er sowohl die Zukunft als auch die Vergangenheit. Jesaja 42, Vers 9. Das Frühere, siehe, es ist eingetroffen, und Neues verkündige ich. Ehe es hervorsprost, lasse ich es euch hören. Und Jesaja 46, die Verse 10 und 11. Der ich von Anfang an das Ende verkünde und von alters her, was noch nicht geschehen ist, der ich spreche,
Mein Ratschluss soll zustande kommen und all mein Wohlgefallen werde ich tun. Der ich einen Raubvogel rufe von Osten her, aus fernem Lande, den Mann meines Ratschlusses. Ich habe geredet und werde es auch kommen lassen. Ich habe entworfen und werde es auch ausführen. Gott herrscht über die Geschichte und Herrscher dieser Welt. Daniel 2, Vers 21 und 22. Und er ändert Zeiten und Zeitpunkte, setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen Weisheit und Verstand den Verständigen. Er offenbart das Tiefe und das Verborgene. Er weiß, was in der Finsternis ist. Und bei ihm wohnt das Licht. Gott ist der Schöpfer aller Dinge. Wir haben uns heute schon damit beschäftigt. Aber schlagen wir Psalm 102, die Verse 25 bis 27 auf. Ich sprach, mein Gott, nimm mich nicht hinweg in der Hälfte meiner Tage. Von Geschlecht zu Geschlecht sind deine Jahre. Du hast einst die Erde gegründet und die Himmel sind deiner Hände Werk. Sie werden untergehen, du aber bleibst. Sie alle werden veralten wie ein Kleid. Wie ein Gewand wechselst du sie und sie werden verwandelt. Jesus Christus ist die Quelle alles Lebens, aller Macht, aller Energie. Psalm 36, Vers 9. Sie laben sich am Fett deines Hauses und mit dem Strom deiner Wonnen drängst du sie. Gott bevorzugt keinen Menschen. Er zieht keinen Menschen einem anderen vor. Gott sorgt für alle lebendigen Wesen. Matthäus 5, Vers 45. Damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmel ist, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Ja, Gott möchte die ununterbrochene Verbindung wiederherstellen und in seinem großen Erbarmen verlangt ihn danach, die Verbindung mit uns wiederherzustellen. Er weiß, dass der Mensch nur in seiner Gegenwart leben kann, wenn er wieder heil geworden ist. Sein Geist, seine Seele und sein Leib müssen wiederhergestellt und in völlige Harmonie mit Gott versetzt werden, bevor er in der Gegenwart Gottes leben kann. Glaube und Vertrauen in Gott müssen wiederhergestellt werden. Schlag mir bitte Hebräer 11, Vers 6 auf. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Und dann lesen wir Römer 5, die Verse 1 und 2. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir mittels des Glaubens auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Um mit Gott Gemeinschaft haben zu können, müssen wir ihn persönlich kennen. 1. Johannes 4, die Verse 7 und 8. Ihn lieben, Epheser 3, Verse 17 und 19 und 1. Johannes 4, Vers 19. Uns mit Gott verbinden, 1. Johannes 4, 13 und Galater 2, Vers 20. Das wahre Ziel der christlichen Religion ist die Wiedervereinigung und innige Gemeinschaft mit unserem Schöpfer. Durch tägliche Hingabe an seinen Willen. Und wenn das erreicht ist, dann wird der Mensch eins mit Gott. Zu diesem Zweck sind wir geboren. Wie groß ist dein Gott, mein Freund? Hast du eine Vision von Gott, die dich durch diese Zeiten hindurchtragen wird? Wie nahe bist du ihm? Was hast du für ein Verhältnis zu Christus? Die Antwort auf diese Fragen
entscheidet dein Schicksal. Gott wurde Mensch, damit wir klar sehen können, dass er tatsächlich Liebe ist. Und wenn du und ich ihn lieben, dann werden wir verändert und werden ihm ähnlich. Und durch Jesus haben wir täglichen Zugang zum Vater. Jesus sagt in Johannes 14, die Verse 6 und 7, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Jesus sagt, wenn du mich wirklich kennen würdest, würdest du auch meinen Vater kennen. Von nun an kennst du ihn und hast ihn gesehen. Philippus sagte, Herr, zeige uns den Vater, und das genügt uns. Jesus antwortete, kennst du mich nicht, Philippus? Wo ich doch eine solche lange Zeit bei euch gewesen bin? Denn wer mich gesehen hat, hat auch den Vater gesehen. Jesus sagte zu seinen Jüngern, seht, ich sage euch, wenn ihr auf mich schaut, dann schaut ihr auch auf den Vater. Denn ich und der Vater sind eins. Glaubt ihr nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich euch sage, sind nicht nur meine Worte. Vielmehr ist es der Vater, der in mir wohnt, der sein Werk tut durch mich. Meine lieben Freunde, Jesus Christus ist willens, in dir und mir zu leben, vorausgesetzt, dass wir demütig bleiben. Christus braucht Männer und Frauen, ohne dass sie es wissen, ohne dass sie es merken, aber die meisten von uns sind zu stolz. Wir haben nicht die Lektion der Demut gelernt. Jesus sagt in Johannes 16, Vers 25, dies habe ich in Bildreden zu euch geredet. Es kommt die Stunde, da ich nicht mehr in Bildreden zu euch sprechen, sondern euch offen von dem Vater verkündigen werde. Nun, das ist eine Verheißung, dass die Zeit kommt, dass er uns seinem Vater vorstellen wird. Denn wenn er wiederkommen wird, werden wir Gott den Vater sehen, von Angesicht zu Angesicht. Offenbarung 22, Vers 4 sagt Folgendes. Und sie werden sein Angesicht sehen, und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Liebe Freunde, sucht ihr in diesen schwierigen Zeiten nach Gott? Forscht ihr in der Schrift und im Geiste der Weissagung? Dort werdet ihr ihn finden. Geht nicht darüber hinaus. Wir lesen in den Zeugnisbänden, Band 8, Seite 279, folgende Worte in Bezug auf spekulative Theorien. Was aber offenbart ist, das gehört uns und unseren Kindern für immer. Aber das Verborgene gehört unserem Gott. 5. Mose 29, Vers 29. Die Offenbarung, die Gott über sich in seinem Wort gegeben hat, ist zu unserem Studium vorgesehen. Und wir sollen sie zu verstehen suchen. Aber darüber hinaus sollen wir nicht vordringen. Der höchste Intellekt mag sich anstrengen, bis er sich in Vermutungen über das Wesen Gottes erschöpft hat. Aber die Anstrengung wird fruchtlos sein. Es ist uns nicht aufgetragen, dieses Problem zu lösen. Kein menschlicher Verstand kann Gott begreifen. Lass nicht den begrenzten und endlichen Menschen versuchen, ihn zu verstehen. Lass ihn nicht sich in Spekulationen ergehen über seine Natur und über sein Wesen. Hier ist Schweigen Beredsamkeit. Der Allwissende steht über jeglicher Diskussion. Selbst den Engeln war es nicht erlaubt, die Ratschläge an den Beratungen zwischen dem Vater und dem Sohn teilzunehmen, als sie den Erlösungsplan legten. Diese menschlichen Wesen, die in die Geheimnisse des Allerheiligsten eindringen wollen, zeigen nur ihre Unwissenheit in geistlichen und ewigen Dingen. Viel besser für sie wäre es, sich zu demütigen, während die Stimme des Erbarmens noch gehört werden kann, um mit Gott zu ringen, ihnen seinen Weg zu zeigen. Wir wissen so wenig von Gott wie unwissende Kinder. Aber wie kleine Kinder können wir ihn lieben und ihm gehorchen. Anstatt bezüglich seines Wesens, seiner besonderen Eigenschaft zu spekulieren, lasst uns lieber sein Wort beachten, das er gesprochen hat. Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Psalm 46,10. Geht nicht über die Bibel und den Geist der Weissagung hinaus, meine Freunde. Alle heidnischen Religionen sind
philosophische Religionen in ihrer Suche nach Gott ohne die Erleuchtung der Bibel. Nur die jüdische und die christliche Religion sind biblisch orientiert, sind Offenbarungsreligionen. Aber Freunde, sucht ihr Gott mit ganzem Herzen und ganzer Seele, in allen Kräften, innerhalb der autorisierten Grenzen. Oh, ich möchte, dass ihr eine Vorstellung von Gott habt. Eine großartige Vision, meine Freunde. Darum spreche ich heute mit euch darüber. Hört Hiob 11, die Verse 7 bis 9. Es ist wunderbar. Kannst du die Tiefe Gottes erreichen oder das Wesen des Allmächtigen ergründen? Himmelhoch sind sie. Was kannst du tun? Tiefer als der Scheol. Was kannst du wissen? Länger als die Erde ist ihr Maß und breiter als das Meer. Und dann lasst uns hier um 28 die Verse 12 bis 28 aufschlagen. Aber die Weisheit, wo wird sie erlangt? Und welches ist die Stätte des Verstandes? Kein Mensch kennt ihren Wert, und im Lande der Lebendigen wird sie nicht gefunden. Die Tiefe spricht, sie ist nicht in mir, und das Meer spricht, sie ist nicht bei mir. Geläutertes Gold kann nicht für sie gegeben und Silber nicht dargewogen werden als ihr Kaufpreis. Sie wird nicht aufgewogen mit Gold von Ophir, mit kostbaren Onyx und Saphir. Gold und Glas kann man ihr nicht gleichstellen, noch sie eintauschen gegen ein Gerät von gediegenem Golde. Korallen und Kristall kommen neben ihr nicht in Erwähnung. Und der Besitz der Weisheit ist mehr wert als Perlen. Nicht kann man ihr gleichstellen den Topas von Äthiopien. Mit feinem Golde wird sie nicht aufgewogen. Die Weisheit nun, woher kommt sie? Und welche ist die Stätte des Verstandes? Denn sie ist verborgen vor den Augen aller Lebendigen und vor den Vögeln des Himmels ist sie verhüllt. Der Abgrund und der Tod sagen, mit unseren Ohren haben wir ein Gerücht von ihr gehört. Gott versteht ihren Weg und erkennt ihre Stätte, denn er schaut bis zu den Ende der Erde. Unter dem ganzen Himmel sieht er, als er dem Winde ein Gewicht bestimmte und die Wasser mit dem Maß abwog, als er dem Regen ein Gesetz bestimmte und eine Bahn dem Donnerstrahl, da sah sie und tat sie kund. Er setzte sie ein und durchforschte sie auf. Und zu den Menschen sprach er, siehe, die Furcht des Herrn ist Weisheit und vom Bösen weichen ist Verstand. Solch eine Vorstellung von Gott, wie sie Hiob empfangen hatte, verändert unsere ganze Auffassung vom Leben. Sie verändert unser ganzes Wesen. Jesaja sagte nach seiner großartigen Vision Folgendes in Jesaja 6, die Verse 5 bis 9. Und ich sprach, wehe mir, denn ich bin verloren, denn ich bin ein Mann von unreinen Lippen und inmitten eines Volkes von unreinen Lippen wohne ich. Denn meine Augen haben den König Jehova der Heerscharen gesehen. Und einer der Seraphim flog zu mir, und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte meinen Mund damit und sprach, siehe, dieses hat deine Lippen berührt, und so ist deine Ungerechtigkeit gewichen und deine Sünde gesühnt. Und ich hörte die Stimme des Herrn, welcher sprach, wen soll ich senden? Und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Und er sprach, geh hin und sprich zu diesem Volke. Hören, höret und verstehet nicht und sehen, sehet und erkennet nicht. Sagt mir, warum war Jesaja willens, sich als Gottesbote senden und als Gottes Sprachrohr gebrauchen zu lassen? Weil er eine Vision von Gott hatte. Nun war Jesaja nicht mehr entmutigt, weil der König Usia versagt hatte und gestorben war. Jesaja hatte den König aller Könige gesehen. Ihn müssen auch wir sehen, den König aller Könige. Der Prophet Jeremia, ein anderer Mann,
der eine hohe und großartige Vision von Gott hatte, sagt in Kapitel 10, den Versen 6 und 7, gar niemand ist dir gleich, Jehova. Du bist groß und groß ist dein Name in Macht. Wer sollte dich nicht fürchten, König der Nationen? Denn dir gebührt es, denn unter allen Weisen der Nationen und in allen ihren Königreichen ist gar niemand dir gleich. In Psalm 147, Vers 5 heißt es, groß ist unser Herr und reich an Macht, seine Einsicht ist ohne Maß. Mose, der in allen wissenschaftlichen Ägyptens erzogen und gebildet war und der die größten geistlichen Gaben besaß, wurde der sanftmütigste aller Menschen. Warum? Er hatte eine Vision von Gott gesehen. Paulus sagt in Philipper 3, Vers 8, ja, wirklich, ich achte auch alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesus, meines Herrn, willen. Und dessetwillen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck achte, damit ich Christus gewinne. Warum? Weil er eine Vision von Gott hatte. Und er schrieb in 2. Korinther 3, Vers 18, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Oh, meine lieben Geschwister, habt ihr diese Vorstellung von Gott heute? Seht ihr täglich sein Angesicht? Ja? Dann werdet ihr verwandelt. Und auch wie Moses, wie Jesaja, wie Hiob und Paulus von ihm benutzt. Aber bitte werdet nicht stolz darauf, dass ihr eine solche großartige Vision von Gott habt. Werdet nicht stolz. Werdet nicht stolz über die großen Offenbarungen, die das Adventvolk im Jahre 1844 erhalten hat und die durch und durch wahr ist. All unsere Lehren sind wahr. Wir haben die größte Erkenntnis, die jemals Menschen anvertraut worden ist. Werde nicht eingebildet. Werde nicht leichtsinnig. Denkt daran, wie es den Philistern erging, die Bundeslade erbeutet und in ihr Lager gebracht hatten. Sie wurden von Gott schwer bestraft. 1. Samuel 6, Vers 19 und 20. Und er schlug unter den Leuten von Beth-Semes, weil sie in die Lade Jehovas geschaut hatten, und schlug unter dem Volke 70 Mann. Da trauerte das Volk, weil Jehova eine so große Niederlage unter dem Volke angerichtet hatte. Und die Leute von Beth-Semes sprachen, wer vermag vor Jehova, diesem heiligen Gott, zu bestehen? Und zu wem soll er von uns hinaufziehen? Denkt an den König Usia, der starb, weil er keine Vorstellung von Gott hatte und der es wagte, ihn zu beleidigen. Gott sprach zu Mose, zieh deine Schuhe aus, denn das Land, darauf du stehst, ist heilig. Dasselbe sagt Gott zu Josua, zieh deine Schuhe aus. David sagt es in Psalm 33, Vers 8. Es fürchte den Herrn die ganze Erde. Mögen sich vor ihm scheuen alle Bewohner der Welt. Lasst alle Bewohner der Erde in Ehrfurcht vor ihm stehen. Jede Nation wird in ihrem Wesen, wie der Gott ist, den sie verehrt. Die Nazis hatten ihren Gott, den sie anbeteten, und seht euch an, zu welch einem Fluch sie wurden, welch eine Verheerung sie angerichtet haben. Meine lieben Freunde, habt eine rechte Vorstellung von Gott und nicht eine nach eurer eigenen Meinung und Einbildung und Vorstellung. Jesus sagt in Johannes 1, Vers 18, niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgetan. In 2. Korinther 4, Vers 6 lesen wir, denn Gott, der gesagt hat, aus Finsternis soll Licht leuchten, er ist es,
der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Christi. Und in 1. Korinther 13, Vers 12, denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels undeutlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie auch ich erkannt worden bin. Wendet euch an Gott im Gebet und dann bittet ihn, euch eine Offenbarung oder Vision seiner selbst zu geben, meine Freunde. Eine, die euch durch die letzte Strecke dieser Weltgeschichte hindurchführen wird. Und Jesus antwortet euch in Johannes 14, Vers 21. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren. Ich will mich selbst deutlich von ihm sehen lassen. Das verspricht ihr Gott. So sucht ihn mit eurem ganzen Herzen, mit allen Anstrengungen, täglich. Er wird sich euch sicher, klar offenbaren. Lasst uns beten. Vater, wir danken dir, dass du dich uns durch Jesus Christus und durch dein Wort offenbart hast. O Herr, gib uns eine große Vorstellung von dir heute. Stärke unsere schwachen Knie und gib uns Stimmen, die die Bedeutung deines Wesens und deines Erlösungsplanes bis an die Enden der Erde tragen. Hilf uns, dass wir uns vor den Bedrohungen Satans nicht fürchten, durch die er uns erschrecken will. Und es wird schlimmer und schlimmer. Selbst durch Verfolgung wird er uns zum Schweigen bringen wollen. Lass nicht zu, dass Satan dies uns antun kann. Hilf uns zu verstehen, dass du im Regiment bist, dass du Gott keine Probleme kennst, nur Pläne. Dass du in uns bist und dass wir darum zu dir gehören. Dass wir deine Hände, deine Füße, deine Augen und deine Zunge sind. Und Herr, hilf uns, unserem Ich zu sterben. Rechtzeitig, damit dann, wenn wir Einkerkerung oder gar den Tod vor uns haben, unsere Verfolger segnen können und nicht die geringste Furcht zeigen müssen, sondern dass wir zu ihnen sagen können, Bruder, ich bin schon lange, von langer Zeit gestorben. Alles, was du tust, alles, was du tust, ist meine Pläne, Gottes Pläne, zu erfüllen. Habt eine große Vorstellung von Gott. Gebt dem Feind nicht nach. Zweifelt nicht in dieser Wahrheit. Jesus ist Herr. Jesus ist euer Erlöser. Jesus kommt wieder. Und die Gemeinschaft der siebenten Tag Adventisten ist seine letzte Gemeinde der übrigen auf Erden. Die Gemeinde, die alle Andersgläubigen von allen anderen Organisationen einladen wird, in diese Arche zu kommen. Und zusammen mit ihnen werden wir Jesus willkommen heißen, wenn er in den Wolken der Herrlichkeit wiederkommt. Darum seid stark. Und seid mutig. Gott segne euch. Amen.